Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich deine Seele machen würde in deiner Situation, in der du gerade steckst? Wie sie mit deiner Herausforderung umgehen würde und wie sie die meistern würde? Wenn es sich zum Beispiel um deinen Seelenpartner handelt, um deine Seelenaufgabe oder was auch gerade dein Thema ist? Und das ist nicht nur eine mega spannende Frage, sondern sie wird auch immer wichtiger werden in deinem Leben. Gerade jetzt in der neuen Zeit, wo wir in die neue Welt starten. Denn sie wird dein Leben komplett verändern. Und warum das so ist und wie du das am besten machst, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Moin Magic Soul, wir sind Annette und Easy, meine Seele. Heute nochmal live aus Hamburg. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, als ich anfing, mich immer mehr mit meiner Seele zu beschäftigen, mich immer mehr mit ihr zu connecten, in den Austausch zu gehen und immer mehr mit ihr zu kommunizieren, hat das mein Leben komplett verändert, weil ich fing an, meinen Seelenplan zu leben. Und das Spannende ist, dass ich dadurch natürlich mein Leben viel besser verstanden habe und auch, warum Herausforderungen in mein Leben kommen und dass die gar nicht schlimm sind, sondern dass meine Seele mich letztendlich mit allem ausgestattet hat, dass ich diese Herausforderung auch meistern kann. Und das Spannende dabei ist, dass sich dadurch mein Leben komplett verändert hat und ich mir dadurch ein völlig neues Leben geschenkt habe, was ich nie wieder hergeben möchte, weil ich durch die Connection mit meiner Seele einfach durch mein Leben getragen werde und auch viel, viel besser mit Situationen umgehen kann. Und darum ist diese Frage auch so mega spannend: Was würde eigentlich meine Seele in dieser Situation machen? Weil letztendlich bringen sie uns ja auch da rein, weil wir sollen ja auch etwas lernen, wir sollen wachsen und reifen. Und das zu verstehen, wird alles verändern. Und darum wollen wir uns mit deinem Warum beschäftigen, warum es so wichtig ist für dich, gerade jetzt in der neuen Zeit und in der neuen Welt, wie auch du dir damit ein neues Leben schenkst, was du auch nicht mehr hergeben willst. Und natürlich wollen wir dir zeigen, wie du damit am besten startest. Okay, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass wir in eine neue Zeit gestartet sind und uns im Übergang in die neue Welt befinden. Da, wo sich alles neu sortiert, wo sich alles neu ordnet und anders wird. Für uns als Menschen ist das natürlich eine extreme Herausforderung, weil einfach alles neu und anders ist. Und das, was uns vorher vielleicht über Generationen weitergeholfen hat, nichts mehr nützt. Es bringt uns nicht weiter, weil wir ein völlig neues Bewusstsein, ein neues Verständnis für uns und unsere Welt brauchen, wo wir uns ganz neu aufstellen dürfen. Wir dürfen uns ganz neu kennenlernen, wo wir uns zum ersten Mal als Wunder entdecken, welches wir sind, als Geschenk für diese Welt und wo uns zum ersten Mal klar wird, welche Bedeutung auch unsere Seelen haben. Denn deine und meine Seele, die ist nicht einfach so gerade jetzt zu dieser Zeit, zu der größten Transformation unserer Geschichte inkarniert, sondern die hat hier was vor, die hat eine Mission, nämlich aufzuräumen, Klarheit zu schaffen, Altes loszulassen, um Neues reinzulassen, um uns wirklich zu befreien und selbst zu ermächtigen, um endlich wir selbst zu sein und keine Rolle mehr spielen, wo die Gesellschaft keinen Einfluss mehr auf uns hat, wie wir sein müssen, wo irgendwelche Regeln aufgestellt werden, sondern wirklich, wo wir aus uns heraus leben dürfen. Aber das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Das ist so ungewohnt für uns. Das heißt, es ist alles neu und anders. Und auch die Herausforderungen haben sich verändert. Ich meine, stell dir allein das Seelenpartner-Thema vor. Wie neu und wie anders ist das? Auf einmal dürfen wir in Freiheit leben. Wir dürfen eine ganz neue Partnerschaft leben, auf Augenhöhe, wo es um Unabhängigkeit geht. Nicht mehr der andere muss mich glücklich machen, sondern ich darf mich selbst glücklich machen, weil ich kann es ja auch nur selbst. Wo es um Selbstliebe geht. Alles das Fundament von dieser Seelenpartnerschaft. Selbstliebe, Selbstwert erkennen. Selbstverantwortung, Selbstrespekt, all diese ganzen Sachen, weil wenn du dir das schenkst, kannst du es auch dem anderen schenken. Dass du immer mehr für dich entdeckst, du darfst aus dir herausleben, du darfst den Rat in dir finden, weil wer das nicht erlebt hat, wie soll der dich beraten oder die? Funktioniert nicht. Und das wirst du selbst schon gemerkt haben in deinem Umfeld, weil es einfach neu ist. Und darum ist es so wichtig, dass du natürlich auch immer mehr Antworten in dir findest oder eben in einem Channel, wie zum Beispiel, weil es eben zu meiner Seelenaufgabe gehört, dich dort eben zu supporten. Aber du weißt, was ich meine. Genauso mit der Seelenaufgabe. Die Seelenaufgabe zu finden, nicht nur zu sagen, ich bin hier, um irgendwas zu arbeiten, um dann Geld zu verdienen, um meine Rechnung zu bezahlen,
sondern es geht jetzt in der neuen Welt darum, dass du deine Erfüllung leben darfst, dass du das machen darfst, was du liebst, womit dich deine Seele ausgestattet hat, mit all deinen Fähigkeiten. Da ist ja schon alles in dir. Und das darfst du jetzt leben und du darfst damit erfolgreich sein und du darfst damit ganz viel Geld verdienen. Es ist alles da. Es ist jetzt das Tor geöffnet für die Fülle. Es geht nicht mehr darum, wie es vorher war, nur die dürfen das und die dürfen das nicht und die da oben, die da unten und die Reichen und die Armen. Nein, es geht jetzt darum, dass jeder, egal woher er kommt, alles haben darf. Alles machen darf und in der Fülle leben darf. Und das finde ich so fantastisch. In der neuen Zeit, darum liebe ich sie so dermaßen und auch schon die neue Welt, die wir uns ja jetzt gerade erschaffen und mitgestalten. Weil das ganze Alte, das, was uns klein gehalten hat, das dürfen wir jetzt loslassen. Wir dürfen jetzt heilen. Und darum sind unsere Seelen zum Beispiel auch hier, um zu heilen, um das Alte loszulassen, damit wir uns öffnen können für die Fülle und für das Neue. Ist das nicht faszinierend, was da jetzt gerade passiert? Aber auch, dass es uns natürlich verunsichert, ist ja ganz, ganz klar. Ich meine, jetzt darf ich meine Seelenaufgabe leben. Darf ich überhaupt damit, was ich liebe, Geld verdienen? Darf ich überhaupt Geld nehmen dafür, weil ich tue doch was Gutes, ich helfe doch den anderen? Ja, das darfst du und das ist das Schöne, weil jeder eine Seelenaufgabe hat und jeder darf das jetzt. Und wie wundervoll ist das für uns und für unsere Welt und für unsere ganze Energie, wenn jeder immer mehr seine Seelenaufgabe lebt. Das macht, was ihn erfüllt. Weil deine Seelenaufgabe ist ja die Maßanfertigung für deine berufliche Erfüllung. Es ist deine Berufung, warum du hier bist. Und deine Seele hat dich mit allem ausgestattet, was du dafür brauchst. Mit allen Fähigkeiten, mit deinem ganzen Potenzial. Es ist alles da, es ist alles in dir. Und das darf jetzt erweckt werden. Das heißt, es geht eben, wie gesagt, darum, nicht einfach irgendwas zu leben, sondern das zu leben, was dich erfüllt. Deine Maßanfertigung für dieses Leben. Dein Seelenplan mit deiner Seelenaufgabe, mit deinem Seelenpartner, mit allem, was dazugehört. Und das ist dein, warum du hier bist. Du bist nicht mehr einfach so auf dieser Welt, sondern du hast einen ganz bestimmten Grund, warum du hier bist. Und das betrifft jetzt alle Seelen, die jetzt inkarniert sind. Das heißt, es betrifft dich, es betrifft mich und wir dürfen das jetzt hier einläuten, wir dürfen das jetzt endlich leben. Ist das nicht faszinierend? Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir uns neue Quellen suchen dürfen, wo wir unsere Antworten finden, weil die alten Quellen, wie jetzt deine Eltern zum Beispiel oder Freunde, Bekannte, Familie, wie auch immer, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, die nicht auf ihrem Weg sind, werden dich nicht mehr weiter beraten können. Weil sie nicht mehr verstehen, was da bei dir passiert, wenn du dich auf deinen Weg gemacht hast und sie es eben nicht gemacht haben. Das heißt, ja, es gibt eine gewisse Spaltung mit denen, die sagen, ich öffne mich für die neue Zeit, ich will mit in die neue Welt gehen und eben die, die sagen, nee, habe ich nichts mit am Hut, ich kann nichts mit anfangen, ist nicht meins, ich bleibe bei dem, was immer war. So, dass du dir natürlich auch neue Quellen der Beratung suchen darfst, der Antworten, sprich das Universum oder eben deine Seele, die ja letztendlich du bist, weil deine Seele ist der freieste, kühnste und mutigste Teil in dir. Das ist deine innere Weisheit, das ist deine Visionärin. Die hat doch deinen Seelenplan geschrieben, die weiß doch ganz genau, warum du hier bist. Die weiß auch ganz genau, wie du deine Situation und Herausforderungen meistern darfst, weil darum hast du sie doch. Damit du sie meisterst, weil du hier bist, um zu wachsen und zu reifen und zu lernen und vor allen Dingen auch zu heilen. Damit du den ganzen Kladderadatsch, mal jetzt überhaupt nicht negativ, endlich hinter dir lassen kannst. Es war alles wichtig, was in deinem Leben passiert ist und auch in deinem Vorleben, das kommt ja auch noch hinzu. Du darfst jetzt auch all das von deinen Ahnen und was da alles war, darfst du jetzt heilen. Du hast eine ganz, ganz wichtige Funktion hier auf dieser Welt. Wie gesagt, deine Seele ist nicht einfach so gekommen, sondern sie hat eine Mission, sie hat einen Auftrag und das ist ein ganz, ganz wichtiger Part dafür. Das heißt, du brauchst neue Quellen für deine Antworten und für deine Ratschläge und für deine Begleitung und Beratung natürlich. Und ich weiß auch, dass diese neu gewonnene Freiheit, die wir jetzt leben dürfen, vielen auch Angst macht und auch verunsichert, weil jetzt sollen wir alles in uns finden, jetzt dürfen wir sein, wie wir sind. Wir müssen jetzt gar nicht mehr darauf achten, wie die anderen irgendwie das finden, was die anderen sagen. Also Glaubenssätze, die wir schon ewig mit uns rumschleppen, wo wir uns lieber zurückgehalten haben. Oh, was die anderen wohl sagen. Nee, ich traue mich nicht, in meine absolute Erfüllung zu gehen, meine absolute Schönheit, in meine Fülle zu gehen, zu zeigen, hey, hier bin ich, in meinen Selbstwert zu gehen. Da haben wir uns ja oft so klein gehalten. Und das ist auf einmal, als ob das Tor geöffnet wurde und jetzt dürfen wir das auf einmal. Und das ist natürlich total neu und anders, das ist doch klar. Und dass da eben auch Verunsicherungen sind und wir keinen
Heimat mehr im Außen finden sozusagen, sondern das jetzt in uns finden dürfen. Und die Frage ist doch, erlaubst du dir das schon? Aber wie bei allem ist auch dies ein Prozess und das ist das Schöne daran, dass wir da reinwachsen dürfen, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen dürfen. Und dass wir das in unserem Tempo machen dürfen, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht da anfängst, ins Hasseln zu kommen sozusagen und dich dann wieder überforderst oder dich überanstrengst und sagst, jetzt muss ich aber auch mit, wo die an. Nein, sondern jetzt geht es wirklich darum, eben auch, dass du du selbst bist und dass du eben auch dein Tempo findest, wie du damit umgehen möchtest. Denn du bestimmst nicht nur dein Tempo, sondern du bestimmst auch deine Realität. Also wie du etwas wahrnimmst, haben wir natürlich schon immer, ne? Aber jetzt mit einem ganz neuen Fokus aus dir heraus, weil jetzt hat sich auch ein Bewusstsein, was das Leben angeht, verändert. Es passiert dir nicht mehr, ist dir letztendlich noch nie passiert, weil du alles manifestiert hast, aber das Bewusstsein war noch nicht da. Sondern jetzt geht es darum, dass du dein Leben erschaffst. Dass du aus dir heraus das Leben lebst, was letztendlich deine Seele für euch kreiert hat. Das ist ja das Coole daran, denn du bist ja deine Seele. So, das bedeutet natürlich auch, dass Herausforderungen ein völlig neues Bewusstsein und auch eine völlig neue Bedeutung bekommen. Denn was bedeutet denn das, wenn du herausgefordert wirst? Dass du das meistern kannst und wirst, weil sonst würdest du diese Herausforderung gar nicht haben. Das heißt, deine Seele hat dich mit allem ausgestattet, was du dafür brauchst. Und diese Herausforderungen, wenn sie vielleicht auch manchmal erstmal hart erscheinen, sind wichtig für dich und dein Leben. Und du kennst es selbst auch, dass du vielleicht am Anfang dachtest, so, oh, ich stehe vor dem Riesenberg, ich weiß gar nicht, wie ich das machen kann. Und vielleicht war es auch manchmal sehr schmerzhaft und unangenehm. Und am Ende, wenn du sozusagen die Herausforderung gemeistert hast, wusstest du, ah, deswegen war das und das war gut so. Und das ist das Spannende, wenn du für dich entdeckst, dass eine Herausforderung nichts Negatives ist, sondern etwas Positives für dich. Denn die kommen von deiner Seele. Vielleicht sagst du jetzt, was, diese blöde Kuh, gib mir diese Herausforderung und jetzt soll ich sie nur fragen, wie ich damit umgehen soll. Ja, logisch, weil sie hat doch die Antwort. Sie hat dir diese Herausforderung gegeben, um sie zu meistern. Und wie gesagt, es ist alles in dir veranlagt. Sie hat dir alles mitgegeben. Es ist alles in dir, wie du damit umgehst. Und du bist doch hier, um zu wachsen und zu reifen und zu lernen. Und vor allen Dingen jetzt ganz, ganz wichtig für die neue Welt, dass du anfängst zu heilen. Dass du das, was auch über Jahrzehnte, über Generationen, über Jahrhunderte in deinen ganzen Ahnen sozusagen rein, was da mitgeliefert wurde an Verletzungen, an Schmerz, an Einschränkungen, all diese ganzen Sachen, die darfst du jetzt hier lösen, die darfst du jetzt heilen. Merkst du, was wir für eine Verantwortung haben, was wir für eine mächtige Aufgabe haben hier auf dieser Welt, wo wir jetzt inkarniert sind? Wie wichtig du bist für diese Welt, wie wichtig du auch bist für deine Family, für deine Ahnen, dass du das jetzt endlich auflösen darfst und heilen darfst. Ist das nicht spannend? Gib mir mal einen High Five. Bam, schreib es auch gerne mal in die Kommentare, wie cool das eigentlich ist. Klar ist es vielleicht anstrengender als für andere, aber wie cool ist das, wenn du eine Herausforderung gemeistert hast? Wow, wie stark du dich fühlst, wie groß du dich fühlst und vor allen Dingen erkennst du, welche Macht du hast. Du bist so machtvoll. Viel machtvoller, als du denkst. Und auch das dürfen wir jetzt endlich leben. Unsere Selbstermächtigung, dass wir erkennen, wie machtvoll wir sind und was wir verändern können und vor allen Dingen, was du für dein Leben verändern kannst und wie positiv sich das wieder auswirkt auf die anderen. Also ich finde es total faszinierend. Und darum macht es natürlich auch Sinn, dass du deine Seele als Beraterin willst sozusagen, dass du mit ihr in die Verbindung gehst, um das zu meistern, weil, und das kann ich dir auch garantieren, sofern du mit deiner Seele lebst, im Einklang mit deiner Seele, wenn du dich von deiner Seele führen lässt, wird sie dich dadurch tragen. Es ist faszinierend, wie sich dein Leben verändert, wenn du das mit deiner Seele lebst. Weil du bist deine Seele. Wie gesagt, sie ist der freiste, kühnste und mutigste Teil in dir. Sie ist deine innere Visionärin und deine Weisheit. Und das bedeutet auch, was macht den Unterschied, wie deine Seele mit der Situation umgehen würde, mit deiner Herausforderung, wie würde sie sie meistern? Was macht den Unterschied zwischen deiner Seele und dir als Mensch? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Sie hat keine Angst. Warum auch?
Warum auch? Weil sie hat doch alles kreiert. Sie weiß doch, dass du das schaffst. Aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist auch, dass jetzt Angst nicht als Negatives gesehen wird, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jetzt eben auch diese Ängste hochkommen, wie Verlustängste oder Bindungsängste oder was wir alles für Ängste haben. Damit wir nämlich auch die heilen dürfen. Das ist ja das Coole. Das heißt, das, was wir jetzt gerade erleben und machen, ist die Vorbereitung auf die neue Welt, die wir jetzt gerade mitgestalten und miterschaffen, ohne all diese ganzen Ängste, die wir haben, ohne diese ganzen Einschränkungen, wie wir irgendwie sein müssen, sondern wo wir frei sein dürfen, wo wir uns lieben und überhaupt lieben dürfen, wo wir Liebe leben. Und das mache ich auch mit meinen Kunden in den Channelings. Die Vorbereitung auf die neue Welt. Wirklich wir selbst zu sein, das Wunder, welches wir sind, zu entdecken, das Geschenk für diese Welt und auch für unsere neue Welt, welche Gabe wir haben, wie viel Gutes wir tun können auf dieser Welt, welche wundervolle Liebe wir mit unserem Seelenpartner leben dürfen, was wir dafür endlich loslassen und heilen dürfen, damit wir uns befreien dafür, selbst ermächtigen, um das alles zu leben. Ist das nicht cool? Gib mir gerne mal ein High Five, wenn du dich auch so auf die neue Welt freust und voll dabei bist. So, nun weiß ich natürlich auch, dass es nicht so einfach ist, seine Seele immer zu verstehen und zu wissen, was will die denn jetzt eigentlich von mir? Das ist natürlich auch ein Prozess. Aber das Schöne ist, du hast ja auch schon angefangen, sicherlich immer mehr auch deiner Intuition zu folgen, was ja letztendlich auch deine Seele ist. Also immer mehr dich auch zu fragen, was wünsche ich mir eigentlich, was sind meine Herzenswünsche oder was fühlt sich auch für mich gut an. Das ist letztendlich auch schon ein Wegweiser von deiner Seele. Also das ist schon mal mega cool so. Wenn du dir jetzt mal deine Situation anschaust, geh mal rein, also fühl dich mal rein, was für ein Gefühl ist das gerade in der Herausforderung, in der du steckst. Nur, dass du dieses Gefühl jetzt für dich auch nochmal vorholst, dass du wirklich da drin bist in dieser Energie, wo jetzt gerade deine Herausforderung ist. So, und nun stell dir mal vor, du hast deine Herausforderung gemeistert. Wie fühlt sich das an? Merkst, was passiert? Das ist ein gutes Gefühl, ne? Das macht dich so richtig groß und stark. Und vor allen Dingen, spürst du auch den Mut und die Zuversicht da drin? Nicht mehr das wie vorher, wo du vorher in deiner Herausforderung warst, wo du eher wie so in einer Grube stecktest, so irgendwie, wo alles so eng war und du kaum Raum hattest, dich zu entfalten. Und was jetzt passiert, wo du deinen Fokus verändert hast? Und merkst du, wie sich deine Energie verändert, wie viel Positivität jetzt und Mut und Zuversicht in deine Energie kommt, wie sich deine Haltung verändert hat? Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, mit dem Wissen, dass du diese Herausforderung hast, weil du sie sowieso meisterst, weil dir mit allem ausgestattet wurdest, was du dafür brauchst von deiner Seele, dir kann also gar nichts passieren. Merkst du, was jetzt passiert? Du bist in einer völlig anderen Energie und es ist klar, dass du das meisterst. Und wenn du dich jetzt fragst, wie würde denn meine Seele das machen, öffnest du eine Tür, du öffnest ein Tor und die Möglichkeiten können jetzt in dein Leben kommen. Die Möglichkeiten, die dir dabei helfen, um deine Situation zu verändern. Vielleicht ist es auch gerade dieses Video, was jetzt an Möglichkeit in dein Leben kommt, um dir dabei zu helfen, deine Situation zu meistern. Ist das nicht spannend? Und wenn du dich noch mehr mit deiner Seele connecten möchtest, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest und wissen möchtest, was deine Mission ist, warum du auf dieser Welt bist, was deine wahre Größe ist, wer deine Seele ist, wie sie heißt, was sie alles vorhat mit dir, mit was sie dich alles ausgestattet hat, dann findest du das in meinen Channelings. Und das ist so berührend und so, so, so wunderschön, egal ob es deine Seelenaufgabe ist, dein Seelenpartner, dein Seelenplan, deine Selbstermächtigung. Es ist so, so, so wichtig und deine Seele, du hast es gemerkt, wird immer wichtiger für dich und dein Leben und vor allen Dingen jetzt in der neuen Zeit und in der neuen Welt. Weil das ist, wie gesagt, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber. Das ist mit deine wichtigste Beraterin, die du jetzt in Zukunft haben wirst in der neuen Welt. Ohne sie wirst du da nicht zurechtkommen. Dann schau auf meiner Webpage vorbei, annettebaumeister.com, weil das tun wir in meinen Channelings. Denn du bist deine Seele und du bist hier, um diese größte Transformation unserer Geschichte einzuläuten
und den Übergang zu schaffen in die neue Welt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass du dabei bist. High five. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Show von Now We Love You, Du bist Magic. Deine Annette und Izzy.